Hey, das ist mega gemütlich, das liegt hier und kackt im Liegen. Und alle anderen sind dabei. Hallo zusammen, willkommen zum neuen Vlog. Ihr seht, ich bin eingepackt hier im Regenschutz. Und wir befinden uns immer noch oder wieder im Kanton Schweiz. Und zwar das Mal in Moment. Das Mal im Tierpark Goldau. Ja. Vielen Dank für den Eintritt, lieber Tierpark Goldau. Ui, ist da irgendwo was nicht gerade schifft. Es regnet nämlich, also wir haben nicht gerade das beste Wetter ausgesucht für den Besuch heute im Tierpark. Trotzdem werden wir hoffentlich ein paar Tierli sehen heute. Und ich habe nämlich zwei Futterböckli gekauft, Futterwürfel. Zusammen bin ich hier mit Andrea und Simon. So, inzwischen sind wir schon ein bisschen weiter. Wir haben schon die ersten Tierli können füttern, die hier rumlaufen. Und im Tierpark Goldau gibt es nur Tiere, die es auch in der Schweiz gibt. Also es gibt keine ausländischen Tiere, die man jetzt da irgendwie könnte da bewundern, sondern alle Tiere, die hier daheim sind, existieren draussen in der freien Wildnis von der Schweiz. Hä? Ich bin immer am Eingang gestanden. Falsch. Ist falsch. Ja. Oh, mein Kopf ist nicht geschützt. Ich habe übrigens eine mega coole Bellerine gekauft heute. So sehe ich jetzt ganz aus. Ja. Und es regnet, ist ein bisschen blöd. Und ich habe nicht so Freude an Frösch. Und bei diesem Wetter kommen die Frösch besonders gerne raus. Ja. Ich finde, sie tönen da sehr gefürchtig. Ja, auf jeden Fall für alle, die Kinder haben, da aussen, die gerne mal den Tierpark Goldau besuchen wollen. Es hat wirklich ganz, ganz viele Sachen, die man mit Kindern machen kann. Da hat es immer alles grosse Spielplätze, wo Kinder spielen können. Es ist alles wirklich kindergerecht und es hat auch wirklich so ein bisschen Erlebnispfad für Kinder. So Rätsel, die man lösen kann. Ja, ganz viele verschiedene Sachen. Geht doch einfach mal da an. Es hat wirklich etwas für kleine Kinder, etwas für etwas grössere Kinder. Auch für Teenies ist es gut, auch für die, die sich cool, cool fühlen, ist es lustig. Ja. Und für Erwachsene ist sowieso auch etwas Schönes. Und ich finde es immer wieder schön. Ich bin mit dem Tierpark gross geworden. Darum ja, ist es immer wieder toll, da zu sein. Jetzt ist meine Kamera schon langsam ein bisschen fest nass, darum muss ich jetzt wieder einmal abstellen. Wir sind jetzt inzwischen bei den Bären und bei den Wölfen. Und ich glaube, so nah habe ich die Wölfe noch nie gesehen hier im Tierpark. Ich habe schon ein paar gesehen, die rumgelaufen sind, aber so nah noch nie. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich hoffe, ihr seht es wirklich. Ich bin wieder da. Wo ist er da? Da ist einer. Und dann sind sie da oben, sitzen sie noch. Ja. Und dort oben, der weiße Punkt da. Das ist ein Bär. Oh. Hier oben schaut auch einer raus. Wo ist er? Da. Sieht leider nicht gut, aber... Inzwischen sind wir hier und im Freilaufgehege. Da hat es schon ein paar. Simon nimmt ausnehmen. Ich gehe jetzt mal hier rüber zu meinen anderen Freunden. Der andere ist mir nicht davon gelaufen. Hey, laufen wir nicht davon! Ich habe auch. Ja, du bist ja schon ein bisschen ein Skierig, du. Die anderen dürfen den haben. Hey, das ist mega gemütlich, das liegt hier und kackt im Liegen. Und alle anderen sind dabei. Oh, das ist ein kleines. Komm. Nicht du. Komm. Was ist? Oh, hallo. Jetzt ist eins runter. Ich weiss nicht, was jetzt Gacki ist und was Futter. Es ist mega toll, die Tierli zu füttern. Ich mag's. Ich war als Kind so viel da. Das sind alles meine Freunde. Oh, ich liebe den Tierpark. Die Andrea auch. Wir sind beide so ein bisschen hier aufgewachsen, ja. Gell? Oh, da hat sie einen Tropfen drauf. Man hat Andrea gar nicht richtig gesehen. Da ist sie. Simon ist da hinten. Ja.
Jetzt gehen wir weiter. Jetzt chillt einfach eins im Regen raus. Kannst mal schauen. So Leute, ihr habt gesehen, ich bin so fast ein bisschen angegriffen worden von denen da innen. Aber sie haben den Spass gehabt. Ich bin jetzt voller Dreck von diesen Geissen. Es schmeckt ein bisschen streng. Ich hoffe, ich schmecke heute nicht auch so. Sonst, ja. Und jetzt gehen wir mal weiter schauen, was wir da sonst noch so sehen. Aber es ist auf jeden Fall mega süß. Schaut mal. Gell, wie du hast. Ein Baby! So. Oh, ist das ein Spass hier. Der Vorteil ist, wenn es scheiß Wetter ist draussen, es hat weniger Leute hier. Dementsprechend sieht man alle Tierchen. Also wir haben jetzt 12 gesehen, wir haben Bären gesehen, den Rotfuchs haben wir gesehen und da innen schläft sogar ein Dachs. Und der ist sonst auch nie rum, wenn ich da bin. Ich schaue jetzt mal, ob man euch zeigen kann. Da innen ist er am Füßeln. Übrigens sind die ganzen Steine hier nicht einfach so von irgendeinem, was lustig gefunden hat, Steine hierher zu holen. Sondern das ist von einem Bergsturz und jetzt sieht man den gerade. Andrea, Geschichte. Wie heisst der Berg und wann ist der Bergsturz? 806 ist der Bergsturz. 806? Gut, du hast viel besser aufgepasst als ich. Wir haben das nämlich beide in der Schule gehabt, weil wir ja da von da umeinander sind. Da ist auch einer am Wiederkäuen. So. Gell? Hui. Was hat auch die für ein Ding in der Hand? Ja, auf jeden Fall. Da oben ist. Ja, man sieht ihn jetzt leider nicht so gut. Ich tue euch aber jetzt hier ein Bild einblenden vom Berg. Da seht ihr ihn. Und eben 1806, wie Andrea vorhin schon gesagt hat, ist der Berg runter. Und das war ein rechtes Ding für damals. Also sind wirklich sehr viele sind nachher gestorben dort, sind obdachlos geworden, haben ihr das ganze Hab und Gut verloren. Und ja, von daher kommen auch die ganzen Steine noch, weil eben der Berg damals einfach runtergekommen ist. Da sieht man auch. Und der Tierpark Goldau hat das Ganze jetzt eigentlich genutzt für sich. Und ja, hat eigentlich aus diesen ganzen Steinen eine coole Atmosphäre geschaffen. Aber eben, wenn man von da umeinander ist, dann man weiss es einfach und man vergisst es auch nicht. Gut, ich habe dort eh noch nicht gelebt und alles, aber ja, man weiss es halt und es ist schon speziell. Martha sind mega herzige Tierli und klar sind sie nicht so herzig, wenn man sie unter dem Auto hat. Da springt auch schon wieder einer rum. Aber es sind ganz, ganz schnusig, wenn man sie von nahem sieht. Sie sind so herzig. Aber eben, wenn sie auch ein Kabel durchbeissen beim Auto, dann sind sie weniger süß. Und da hat es ganz, ganz kleine Mäuschen. Man sieht es vielleicht nicht. Die sind so klein. Schaut mal meine Hand an, nebenan. Meine Hand sieht ganz komisch aus. Es sind keine Warzen oder so, das ist nass, das sind Tropfen. Aber sehen wir jetzt mal den Unterschied, wie klein das die Mäuschen sind. Das ist doch ein bisschen Schatten machen. So, so. Ja, einfach alle, die den Tierpark besuchen wollen, ja, legt euch einfach warm an. Irgendwelche Windschutz, Regenschutzjacken und dann legt los. Ja, dann geht im Tierpark, weil da seht ihr wirklich ganz, ganz viel. Da ist das Müsli am Trinken. Im ganzen Tierpark verteilt hat es verschiedene Brötelstellen, so Feuerstellen. Da seht ihr gerade eine vorne dran. Und jetzt sind sie natürlich nicht besetzt, aber es hat überall Holz, das man brauchen kann. Zeitungen. Also, ihr könnt wirklich einfach euch Fleisch und eure Sachen mitnehmen und könnt da wirklich grosszügig picknicken im Tierpark. Ich finde das eine mega gute Sache.
dass der Tierpark auch das Holz zur Verfügung stellt. Wichtig ist einfach, und das finde ich wirklich mal ein Appell da raus, dann doch einfach die Feuerstelle wieder richtig verlassen. Also wirklich Bierdosen zusammennehmen und den Abfall nicht einfach so liegen. Ja, weil schlussendlich wird der Nächste auch noch Freude haben an dieser Feuerstelle. Im Hintergrund, ihr seht es vielleicht nicht ganz, ist mein Sternzeichen, nämlich der Steinbock. Da seht ihr es. Vielleicht seht ihr es auch nicht. Sind da drunter. Versammelt alle miteinander. Sehr pompöse, eindrückliche... Pompös. Sehr eindrückliche Tiere. Ich finde, sie haben eine mega schöne Landschaft bekommen. Mega schönes Zuhause. Ja. Wir befinden uns gerade in der Eulenschlucht. Und bevor ich da zu viel rede, also fliegen nämlich wirklich umeinander gerade. Normalerweise mache ich das nämlich auch nicht so, wenn eben viele Leute da sind. Mega cool. Ich finde es so schön, wir müssen wieder einmal bei schlechtem Wetter in den Tierpark. Da hat man nämlich wirklich die meisten Tiere, wo man das Gesicht bekommt. Ja. Mega schön. Ah, da mal schauen, ob wir vielleicht noch mehr sehen. Da oben ist sie, da fliegt sie gerade. Flieg, Eule, flieg! Ja. Oh, da liegt eine Maus. Oder ist es 4? Dort sind sie, hat die einen Beef, dort oben im... in den Tannen oben, überstreiten. Ja. Schön. Ja, doch nicht, hä? So, liebe Freunde. Wir sind jetzt hier beim Wildschwein Oskar. Das heisst Oskar. Heißt Oskar. Und jetzt kommt es auch zu uns Hallo sagen. Hi Oskar! Komm. Und tatsächlich Hallo sagen. Der hat uns jetzt entdeckt. Ja, jetzt, hier rauf. Hi! Ja, lecker. Leck! Schwimmfähig. Bist du schon sportlich? Ja? Ich glaube, du darfst nicht füttern, gell? Nein. Du noch weiter rauf? Du darfst nicht füttern. Nein, sag das nicht, sonst macht er sich noch weh. Komm, wir gehen, sonst macht er sich weh. Vielleicht tut er sich dann doch zu viel zu, Mutter. Ja, übrigens gibt es immer wieder an den Keg. Bitte nicht füttern. Dönt das bitte einhalten, weil aus irgendeinem Grund darf man sie nicht füttern. Und früher, als ich noch Kind war, hat es nämlich noch Rüebli und Popcorn gegeben, die man verfüttern konnte. Und jetzt gibt es einfach nur noch die Futterwürfel. Also wenn wirklich noch jemand steht, man darf es nicht füttern, dann möchtet das auch. Also dönt es nicht füttern, weil das schadet den Tieren nur. Und das wollen wir ja nicht. Und irgendeinmal heisst es, man darf es gar nicht füttern. Ja, also haltet das bitte, bitte ein. So, inzwischen sind wir bei den Enten angekommen, beim Weiher. Und da hört ihr vielleicht. Das ist der Paarungsruf von gewissen Enten hier. Ihr wollt euch aber jetzt nicht mehr paaren, oder? So, ein bisschen füttern. Und für Enten gibt es übrigens auch wieder eigenes Entenfutter. Also dort wirklich nur dort das Futter brauchen, das ihr es auch dürfen brauchen. Ja. Hey, geht's noch? Da kommen Fauchen. Jetzt ist es fertig. Wenn man so tut, gibt es kein Essen mehr. Also, ihr seht, im Tierpark gibt es sogar ein Entengehege oder einfach vielmehr ein Gewässergehege. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Auf jeden Fall gibt es da so einen Weiher. Und da hat es auch so riesen Fisch drin. Und eben, es gibt halt wirklich da einfach Tiere, die es in der Schweiz gibt. Und das finde ich mega cool, dass das unterstützt wird vom Tierpark Goldau. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und ja, ich denke, ich werde auch irgendwann mal wieder andere Parks oder irgendwelche Museen oder so besuchen und würde euch dorthin mitnehmen.
einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen guten Tag oder eine gute Nacht, wenn auch immer ihr das Video schaut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!